Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 7 Rebirth. Auf geht's ins Kolosseum. Klaut vor noch etwa, finde ich gut. So, nach einem sehr erfolgreichen Date. Jetzt ab ins Kolosseum. Und mal schauen, wie es weitergeht. Unser Spezialevent geht nun jeden Augenblick los. Zeit! Jo, wir können loslegen. Aufsehen mit Gebrüll. Nun, Hals- und Beinbruch wünsche ich. Ja, besser nicht. Ganz normale Menschen, alle natürlich gegen Feuer. Wie ein Biest
Provinzen. Kein Wunder, so gut als sie gehört hat. Und Kaktorneo muss ich auf die Medizin Pflanzenkreatur von Corneo gezüchtet, neckt ihre Gegner, indem sie mit wallender Haartolle und charakteristischem Lachen umherflitzt. Während er sich bewegt, ist Kakto nicht zu treffen. Attackiere ihn, wenn er selbst den Angriff startet. Sicher ist sicher. Festhalten! Geht klar! Wow, nicht schlecht! Fall bloß nicht runter! Meine Samtpfoten können auch anders. Weg da! Sonst rennen wir dich um! Schnell! Ein Angriff, der die Grenzen zwischen den Spezies sprengt! Das sieht überhaupt und absolut gar nicht gut aus für den Corneo-Clan! Ehre, Bewehre, Gebühren! Auch wenn's der Gegner ist! Doch ich gebe zu, so hatten wir uns dieses Match natürlich nicht vorgestellt! Dann wird es wohl Zeit, unseren allerletzten und tödlichsten Trumpf in diesen Kampf zu schicken! Gedankenschinder. Erschöpft? Geht schon. Da wird dich wohl! Ah nein, Tumbles. Erfüllt von dem brennenden Don Tumbles, zu dem sie gehört! Die Messer geschmitzt! Dies ist das letzte Match! Die Krieger gebühren Ruhm und Ehre! Und der Verlierer Schimpf und Schande! Der Kampf um die lukrativen Namensrechte! Runde 3! Den Fall! Ich kann dich retten! Was ist denn jetzt passiert? Corneoland ist die letzte Hoffnung für den verzweifelten Don. Und es wieder? Wurde schon angedeutet. Dieser Missstand muss aus der Welt geschafft werden. Denn der Don ist kein Ich wollte eben noch kurz den neuen User durchziehen. Rätselhafte Kreatur, die hinter der unheimlichen, ausdruckslosen Mine eine unverschlebbare Bosheit. Das ist ein normaler Tomboy, aber der Don Tomboy. Mit wonnig-wuscheligem Haar, das Don Corneo auf dem Schwarzmarkt gekauft hat, mit einer Laterne in der einen und einem Küchenmesser in der anderen Hand, schlurft dieser Grüne in eine Robe gehüllte Unhalt auf seine Opfer zu und tötet sie mit einem Hieb. Wenn er das Ziel mit dem Küchenmesser verfehlt, wird er schockanfällig. Er setzt mächtige Konter ein, wenn er aus der Distanz angegriffen wird. Großes Problem. Ausgerechnet jetzt. Nicht Traut. Warum hat ihn sie mir jetzt schon wieder erwischt? Das riecht nach einem Furio-Finale. Viel Erfolg. Tut
Also die Dumbberries scheinen nicht zu eine Bewegung einzuschwingen und dann. Hinter mich zu porten. Das kriegen wir jetzt nicht. Und dann verlieren wir den Kampf. Team Dio hat doch tatsächlich die Segel gestrichen. Unglaublich. Was schön, dich zu kennen, Goldzone. Ja, nee, Pustekuchen. Natürlich gewinnen wir das. Aber das war jetzt okay. Ich muss die Kleinen ausschalten, damit ich nur noch den Großen habe. Der kann da nicht mehr fliegen. Das stimmt nicht. Man kann nicht. Und tschüss! Warte! Ich rette dich! Warum? Ich verstehe. Kleine Himmel, ich verstehe. Dann holen wir uns mal das Limit von ihr. Gut erledigt. Das wäre erledigt. Bleibt immer noch Corneo. Genau. Ist das nicht das Vieh aus dem ersten Teil? Das ist die Kanalisation. Der Schwanz. Meine Damen und Herren, das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Don macht diesen Kampf nun zur Chefsache. Dieser Typ ist ja widerlich. Unterschätze ihn bloß nicht. So, meine Lieben. Jetzt ist Brautwahl. Mit dieser Wendung der Ereignisse hat niemand gerechnet. Dann stellt euch mal schön in einer Reihe auf, meine Damen. Denn er kann blitzende Mannschaft! Jetzt scheiß mal an! So, der schmierige Verbrecherboss ist mit seinem Haustier auf der Flucht vor Shinra. Er hat Dio, den Direktor des Goldshauses, herausgefordert, um Vergnügungspark in ein Corneo-Land zu verwandeln. Er ist auf der Flucht vor Shinra, aber möchte sich öffentlich so hingeben. Naja. So während der brenzligsten Schlacht ist er dann immer mit einem Auge auf Brautshow. Heize den beiden mit Feuereingriffen ein, um sie schockabhängig zu machen. Nachdem ihre TP unter die Hälfte gesunken sind, können sie Feuermagie ausweichen und Verbrennungszustände heilen. Wenn ihre Sturmserie fehlschlägt, rasseln sie direkt gegen eine Wand, wodurch Corneo bewusstlos verschwindet. Das wird doch nicht. Das gebrochene Herz kann nur einmal jetzt Feuer! Nichts überstürzt. Fuck!
komm schon, ich mach die Falle durch. Genug. Er darf dann jetzt mal seine Hast raushauen. Schalten wir den Gang hoch! Jetzt direkt für Claude die Synchro-Fähigkeit, die den Schockzustand verlängert. Und nee, ich brauche noch eine mehr. Damit ich jetzt hier über das Ende mit Schrecken den Bonus. Jetzt ist nicht mehr viel mit Feuer. Hat noch Misty. Und dann brauche ich jetzt hier drei. Hier kommt Berlus! Jetzt holen wir nochmal die Synchro-Fähigkeit der Spiralsprung und unseren Zauber. Dann probieren wir es mal direkt. GC! Brennen ausgezeichnet! Und dann geben wir eine Beschwörung rein. Ah, oh, den reicht noch nicht. Das ist eine Leistung. Jetzt will er Odin. Tob dich aus. Übernimm du. Cloud darf direkt ein Limit da reinsetzen. Irgendwelche letzten Worte. Eva gibt das Wort für Phoenix. Und erledigt. Gut. Schneiden wir ihn ab? Oder reißen wir ihn ab? Ich würde ihn zerquetschen. Ich bin für Durchlöchern. Ich könnte ihn auch in Stücke zerfetzen. Schon her! Noch habt ihr mich nicht besiegt! Wir? Ich verzieh mich! Macht's gut! Akulinchen! Das ist unglaublich! Durch den Rückzug des Dons findet ihr alle Ansprüche auf die Nachtrichter. Damit haben wir einen Sieger! Das war doch gar nichts. Yay! Geschafft, Cloud. War doch klar. Ich auch. Gewonnen. Ja. War doch klar.
der Gold Saucer verbleibt in meinen Händen. Als Dankeschön will ich euch alle ganz fest umarmen. Wir haben um den Schlüsselstein gekämpft. Her damit, wie versprochen. Aber natürlich doch. Rechtmäßig steht er ja sowieso dir zu. Bitte, nimm ihn an dich. Was zum... Indra? Ja, die Turks. Die Turks? Ihr Schweine, der gehört uns! Das war's also noch nicht. Schlüsselstein gehört uns. Schnauze, Dieb. Hier, Root. Was soll das denn jetzt werden? Er haut ab. Scheiße. Yuffie, Nanaki, ihm nach. Ihr anderen kümmert euch um die da. Los, komm. Dafür haben wir das Team ausgewählt. Oder nee, warte mal. Diesmal tragen wir es zu Ende aus. Wundervoll! Für diesen Kampf werde ich der Schiedsrichter sein. Was zum? Wir unterbrechen für eine kurze Pause. Unsere Kontrahenten dürfen sich ausruhen und auf den Kampf vorbereiten. Sobald beide Parteien bereit sind. Bitte was? Und die spielen dazu mit? Interessant. Na ja, gut. Laufen wir mal kurz, was er hier im Angebot hat, auch wenn wir es nicht brauchen. So, da unten ist hoch, weiterhin nicht. Den Barbados Rat brauchen wir nicht mehr. Dann einmal kurz speichern tatsächlich. Das können wir tun. Dann gucken wir noch mal kurz in die Synthese. Wir dürften allerdings nicht wirklich irgendetwas herstellen können. Da haben wir alles hergestellt. Da fehlt uns immer noch das Kernholz. Danach hätten wir aber tatsächlich alles. Wo wir dann auch direkt den machen können. Aber auch da brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Kernholz. Aber ist okay. So können wir einmal ausruhen. Ich müsste Aerith eigentlich ausgestattet haben, auch wenn sie nicht die meine Wahl war. Ich weiß gar nicht, hatte ich mich nicht vorher entschieden, wen ich mitnehmen möchte? Hatte ich nicht ausgewählt, dass ich Aerith dabei haben will? Egal, wir gucken einmal kurz in die Ausrüstung rein. Aerith hat offensichtlich den Prismanstab noch nicht fertig. Was macht denn der? Die vernichtenden Lichtstrahlen, geschockte Gegner. Okay, können wir machen. Ist nicht das große Problem. Wir ruhen einmal nochmal aus. Ich glaube, das hatte ich gerade schon. Trotzdem. Dann kann der Kampf auch losgehen. In Root und Eleanor. Kann ich mit denen interagieren? Bisschen schneller, bitte. Etwa Angst bekommen? Ich mag Seid die beiden. Seid ihr bereit, euch dem Kampf zu stellen? Ich glaube, die Turks sind doch gar nicht so schlimm. Bravo! Dann möge die Show beginnen! Der Sturm! Jetzt geht es los!
Kein Problem. Blitz ist gut. Neues Mitglied der Turks, der hat keine Schockanfähigkeit, kannst du entweder treffen mit starken Fähigkeiten und doch. Was? Würdest du jetzt in die wahre Fassung gehen? Ich freue mich in Ärger. Willst nicht schlapp machen. Ach, Emmett hat ja gar nicht Auto-Healing drin, ne? Und tschüss! Sehr gut! Und tschüss! Mein Einsatz! Schlupfenglaublich! Der bleibt echt gut. Ein Schwert mit seinem Unterarm auf. So, dann mach mal einen schützenden Magiekreis auf Cloud. Dann darf sie ihren Strahl der Vergeltung auf Elena machen. Bleiben wir jetzt. Überall ist auf die Hose. Keine Sorge, ich überlebe. Gegenstände. Ich brauch den Königstrank. Komm schon. Und weiter geht's. Der Mann der Manege, der Mann am anderen Ende der Leitung sein. Ja, hallo? Neuer Plan. Wir müssen wechseln. Ach, ist ja doch Auto hier drin. Was halt los? Synthese, die sollte ich auf jeden Fall mal benutzen, damit die beiden ein bisschen mehr reinhauen können. Und er kann nochmal die Tiefer wieder hochgeben. Nicht übertreiben. Dann holen wir uns Ärger selber. Ich mach das. Dann holen wir hier den Übertrank einmal auf Tiefer. Nicht übertreiben. Ich kann noch kämpfen. Wollen wir hier jetzt einen Königstrank auf Elf. Die machen wir Limit. Damit wir alle geheilt werden. Weil die du kannst noch. Zieh dich zurück. Dann holen wir auch wieder unseren Odin.
Zeit zu kämpfen. Krieg ich denn? Oh, mal Spiralsprung. Brauch mal kurz eine Pause. Ich leg los. Ich glaube, kann man einmal die Esper-Fähigkeit von ihm aktivieren. Und direkt dann noch sein Limit hinterher. Auf Cloud. Los, geben wir alles! Oh, er hat Ellen mal wieder belebt. Lass mich mal. Das war's! Mein Einsatz. Verdammt! Verzieh dich! Verdammt! Und er macht mal seinen Zapfte zu pinnen, okay. Mein 8000 Schaden. Das war's dann. Ausgezeichnet. Und erledigt. Über Nacht. Nie im Leben. Oder, Root? Ja. Geht doch gerade erst los. Verehrte Damen und Herren, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nun bitte auf die Mitte der Arena richten würden. Denn für den Höhepunkt des Kampfes gibt sich doch tatsächlich ein ganz besonderer Gast hier. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für den neuen Direktor des wohl weltbekanntesten Energiekonzerns, Rufus Schindler! Ich glaub mal, Schmalzahn! Wer hätte denn damit gerechnet? Ich jedenfalls nicht! Du etwas Schutz! Gute Führungskräfte packen gerne Sekt mit an. An diesem Direktor kann man sich ein Weiß begeben. Herr Direktor, was ist denn in Sie gefahren? Offiziell bist du noch immer ein Angestellter von Shinra. Ich dachte, ich setze dich am besten selbst vor die Tür. Warum frage ich überhaupt? Ich übernehme. Ihr schließt zu Son auf. Okay. Ist das für dich bloß ein eins Spiel? 1 gegen 1? Du wirst jetzt gemaßregelt. Die Kontrahenten wollen dich abhöhnisch. Der Direktor seid zu alle bereit. Das wird der Kampf des Jahrhunderts, Leute! Einschläfernde Meetings waren gestern. Wer bei diesem Schlagabtausch abdriftet, ist selbst schuld! Mein lieber Okay. Ich habe mir extra eine neue Waffe für dich besorgt. Kamut. Bin interessiert. Wortgewandt. Unsere Soldaten. Und langsam. Na gut. Langsam. Okay. Ihr macht mich gerade platt. Ja, noch langsam. Die Angriffe könnten noch ein bisschen besser auf den Gegner abgestimmt werden. Ich
Ich muss ihn erst mal analysieren. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Auf Nummer 7. Nein! Er nimmt die Direktor-Gnadenlos in die Mangel. Hab ich dich. Na Moment, ich muss ihn doch mal analysieren. Tanz! Verdammt! Das sieht nicht so passiert. Das kann ich schaffen. Möchte sich von den Methoden seines Vaters lösen, die Firma reformieren. Um endlich das verheißene Land zu finden, stürzt er sich sogar höchstpersönlich in den Kampf in der Muskelmanege. Greift ihn an, während er gerade seine Waffen nachlädt, oder kontere einen seiner Angriffe mit einem ATB-Kommando, um ihn schockanfällig zu machen. ATB-Kommandos machen ihn länger verwundbar als gewöhnliche Attacken. Bestimmte Angriffe während des Nachladens oder nach einer seiner Attacken füllen die Schockleiste direkt auf. Mein Problem ist. Dass ich so viel Leben verloren habe schon am Anfang, weil ich komplett falsch gegen ihn gekämpft habe. Reicht das also nur hierfür? Dass das nicht funktionieren konnte. Aber der ist heftig. Abkampfbeginn selbstverständlich, den aktuellen Kampf selbstverständlich. Und ich hoffe, dass ich nicht nochmal Root und Elena antreten muss. Aber sollte eigentlich nicht so sein. Nie im Leben. Oder, Root? Ja, das können wir überspringen, ist okay. Ah ja, jetzt können wir hier das aber. Kampf beginnen, okay? So, wir machen erstmal so diese rein, aber bei nur kein Über. Ich nicht genau weiß. Okay. Mein lieber Scholli-Direktor Dio, was haben Sie denn da? Ja! Wenn ich halt am Boden liege, während er nachlädt, bringt mir das auch nichts. Ich habe mir extra eine neue Waffe für dich besorgt. Kamun. Wen interessiert? Wortgewandt waren unsere Überhitzen. Ist das der richtige Taktik? Oder wie darf ich das interpretieren? Ich komm einfach nicht ran, ne? Das ist ja unglaublich. Was mach ich hier? Ziemlich schwach. Ich bin behindert. Verschwende uns. Das wird so nichts. Nur ein Kratzer. Nicht gut. Moment. Jetzt nehmen wir mal kurz einmal den Übertrank. Ne, aufgeschaut. Die Kurve gerade noch mal gekriegt. Habe ich den Abschluss auf die Überholspur. Du hast mich unterschätzt. Tanz. Verdammt. Ach, warum lasse ich mich immer treffen? Habe ich dich. Ja! Dann los! Karamba! Wir rennen. Scheint erstmal grundsätzlich gut zu funktionieren. Ich darf nur mich damit nicht treffen. Wenn er mich damit trifft, ist es vorbei. Was? Warum kontert er denn jetzt? Alter, der ist so gut. Gegenstände gibt mir nochmal einen Übertrank. Nein, zwischen Megasprägen und sich tatsächlich. Ja, die letzte Kugel treffen. Ja. Nun denn. Das war nicht bloß. Das war's dann. Jetzt oder nie.
Wo ist denn... Warum ist er denn nach oben? Auf ein neues! Disziplin bei. So, jetzt kommst du an die Leine. Versuch's doch. Kann ich schaffen. Ein militärischer Kampf von Zerrufus persönlichen Schutz abgerichtet wurde. Er ist ein besonderes Sicherung von Schindlers Forschungsabteilung zusätzlich verstärkt und gehorcht dann meist aufs Wort, ein äußerst verletzlicher Mitstreiter. Du kannst ihm entweder eine gewisse Menge Schaden zufügen oder die Verbindung zum Herrchen kappen. Das recht. Verdammt! Was müssen? Ich dachte, es wäre leichter mit dem Mund, weil ich mich dann aufladen kann, ne? Na, komm schon! Verzieh dich! Nicht oder nie! Kein Mehr kannst du nicht! Das wird so nichts. Gegenstände, Gigatrank. Ich geb nicht auf. Warum war ich jetzt? Ich bin bereit. Verdammt! Zu was ist das? Was? Hab ich dich. Gehen wir auf den Tag. Ich komm nicht mal dazu. Verdammt! Ich soll nicht. Jetzt erst recht. Kannst du nicht? Vor der Kraft! Was? Irgendwelche letzten Worte? Zurück. Den Schall weg. Langsam. Hab ich dich. Jetzt oder nie. Verdammt. Keine Chance. Ah, mit Verzögerung jetzt? Das wird doch nicht. Hab ich dich. Und tschüss! Ausgezeichnet! Das war's! Verzieh dich! Und tschüss! Und jetzt gibt's noch ein Ende mit Schrägen. Hör das aus! Hat er sich verdient. Ich war mal bei Soldat. Was hast du erwartet? Genug der Spielereien. Folgen wir ihm? Gib jetzt Wichtigeres. Ketchi, nicht wahr? Ganz genau. Ich muss sagen, ich habe mit allem gerechnet, aber hiermit nicht. Die Kontrahenten haben den Ring verlassen. Das Netz endet ohne Sieg.
ein Ausgang genauso weh, wie es jede einzelne Runde war. Sollen wir die anderen suchen? Erstmal Kitschi. Gesundheit. Gut, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Steffel.